Superstar Serena Williams hat sich im ersten Interview seit ihrem skandalösen Auftritt beim Finale der US Open uneinsichtig gezeigt. Ich verstehe es einfach nicht, sagte die 36-Jährige in der australischen Fernsehsendung The Project. Ich halte es für wichtig, für das einzustehen, an das man glaubt. Besonders wenn das, an das man glaubt, einen Einfluss auf die Zukunft haben kann. Williams beklagte erneut, dass sie für ihre Beleidigungen, Lügner, die gegen Schiedsrichter Carlos Ramos überhaupt bestraft worden sei. Ich habe Männer gesehen, die Schiedsrichtern noch ganz andere Dinge genannt haben, meinte sie. Auch den Vorwurf des illegalen Coachings durch ihren Coach Patrick Mouratoglou bestreitet die 23-malige Major-Siegerin weiterhin. Ich habe nicht verstanden, worüber er gesprochen hat. Wir hatten keine Signale. Nachdem der Portugiese Ramos sie wegen unerlaubten Coachings zu Beginn des zweiten Satzes verwarnt hatte, hatte sich Williams in dem Endspiel in New York gegen die Japanerin Naomi Osaka 2:6, 4:6, mit verbal mit ihm angelegt. Für ihren Ausbruch kassierte die US-Amerikanerin mehrere Verwarnungen und schließlich eine Spielstrafe. Nach dem Match warf sie Ramos Sexismus vor. Werbung, Werbung.